So, hallo zusammen, wie ihr sehen könnt, ist hier wieder Futter ausbereitet. In dieser Produktvorstellung möchte ich euch unser Klassikfutter aus der Best Catch Pro Range vorstellen. Kurz zur Verpackung, wie ihr sehen könnt, das Futter ist in diesem Design, in dieser Verpackung verpackt. Ihr seht hier immer auf dem Kleber vorne drauf, um welche Geschmacksrichtung es sich handelt und so weiter. Und auf der Rückseite findet ihr dann auch die Inhaltsstoffe und alle weitere Angaben zu den verschiedenen Futterarten. Verpackt immer im 1-Kilo-Beutel. Zu dem Futter selbst, ein Klassikfutter, das ist allgemein gehalten, sprich das könnt ihr verwenden beim Matchangeln, wenn ihr, wie hier habe ich jetzt bereits vorbereitet, hier solche Bollen macht, könnt ihr das ideal verwenden. Ihr könnt es nehmen beim Grundangeln mit dem Futterkorb, sowie natürlich auch im Method Feeder Korb, wobei dieses Futter nicht speziell aufs Method Feeder ausgelegt ist. Dafür gibt es ein extra Method Feeder Futter, welches ich euch in einem anderen Film vorstellen möchte. Zu den Futter selbst, wie bereits erwähnt, wir haben 6 verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe euch hier mal kleine Beutel abgefüllt, um einfach zu zeigen, die Struktur des Futters bzw. die Farbe des Futters. Hier handelt es sich um unser Stillwasser-Spezial in einer dunklen Farbe gehalten. Im nächsten findet ihr dann unser Match-Spezial. Hier wieder eine hellere Variante. Die dritte Variante ist unser Allround-Spezial. Das ist rötlich gehalten, auch wieder mit Partikel. Übrigens, alle Futtersorten haben Partikel enthalten, dass es einfach eine grobe Struktur gibt, wie ich euch hier mal zeigen kann am Futter. Wird bereits angemacht, einfach eine grobe Struktur mit Partikeln, mit Pellets, mit Hanf geröstet und gequetschtem Hanf, um einfach am Grund eine Menge an Futter zu erzeugen, dass die Fische einfach länger da bleiben, speziell Karpfen und Brassen, dass die einfach am Futterplatz bleiben und nur da was zum Fressen vorfinden und dass sich das Futter nicht komplett in eine Wolke auflöst und sie dann weiterziehen, dass sie nichts mehr zum Fressen finden. Daher Partikel verarbeitet im Futter sowie den Hanf als zusätzlichen Attraktor. Des Weiteren gibt es bei den Geschmacksrichtungen dann Brassenspezial, auch rötlich gehalten, sowie noch Fließwasser-Spezial, das ist dann eher dunkel gehalten und ein etwas schwereres Futter, eignet sich ideal für das Fischen im Fluss bzw. in der Strömung, es sinkt einfach schneller zu Grund und das Futter bzw. die Partikel entfalten sich erst am Grund und nicht schon im Mittelwasser, dass sie wegtreiben, daher ein ideales Fließwasserfutter. Und als letztes noch das Forellenfutter, das ist ein grün gehalten, das habe ich aktuell nicht hier, aber am Ende vom Film seht ihr nochmal alle Bilder zum Futter. Und da könnt ihr euch auch das Forellenfutter anschauen, das ist ohne Partikel und ideal für das Forellenangeln auf die Bedürfnisse von Forellen abgestimmt. Zum Futter selbst nochmals, es kommt je nachdem, wie ihr es befeuchtet, habt ihr eine verschieden starke Konsistenz. Manche wollen es gerade im tieferen Wasser, die machen Befeuchtnis mehr, das Futter einfach fester wird und erst sich am Gewässergrund ablöst. Gerade bei Gewässer ab 3, 4, 5 Meter Wassertiefe etwas mehr befeuchten. Das Futter sinkt zu Grund und löst sich dort erst auf bzw. beginnt dann dort zu arbeiten. Wenn ihr in flachere Gewässer seid, könnt ihr auch eventuell einfach weniger das Futter befeuchten. Was ihr zusätzlich machen könnt zum Klassikfutter, ihr könnt natürlich immer es zusätzlich mit weiteren Attraktoren bearbeiten. Müsst ihr jedoch nicht, es ist ready to fish. Natürlich kann man es mit einem von unseren Biskuits, Vanillebiskuit, Erdbeerbiskuit oder Schokobiskuit, welche wir auch noch in der Produktrange haben, ergänzen bzw. einfach strecken, falls euch der Attraktor zu stark ist. Aber gedacht ist es als Ready-to-Fish-Futter ohne weitere Bearbeitung. Wenn ihr jetzt speziell auf Karpfen geht, könnt ihr als zusätzlichen Attraktor bzw. einfach als Futter auf dem Gewässergrund, dass ihr da eine Basis habt, dass die Fische da bleiben, dass die dort fressen, nicht zu viel fressen, jedoch nicht einfach weiterziehen, da das Futter bereits aufgelöst hat, könnt ihr zum Beispiel einen Partikelmix, hier der reine Maismix, dann gibt es den Vierkornmix sowie den Turbomix in euer Futter einfügen. Das sind vakuumierte, bereits gekochte Partikel, wir hier einen Hakenköder machen können, sowie natürlich einfach in das Futter packen, um das Volumen zu erhöhen und die Fische mehr Material bzw. Futter am Futterplatz zu gewähren. Ich hoffe, ich konnte euch unser Best Catch Pro Classic Futter kurz vorstellen. Erhältlich bei einem Tackle Dealer. Probiert es mal aus. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.